Was geht, Corey hier. Und ich möchte heute mein Zeugnis teilen. Und zwar in der dritten Klasse hatte ich in den Mathe eine 1 und Spaß. Ich wollte gerne heute mein Zeugnis teilen. Und mir fällt es ein bisschen schwer, weil es gibt noch viele Leute in meinem Leben, die das einfach noch nicht gehört haben. Weil ihr wisst ja, wie das ist. Also man möchte vor den Eltern so dieses vermeintlich perfekte Sohnbild bewahren. Mein Leben ist eigentlich geprägt von dem Wunsch, Beziehungen zu führen. Ich wollte immer ganz früh heiraten und ich wollte ganz früh Kinder bekommen. Alles ist nicht passiert. Also ich habe mittlerweile geheiratet, Kinder sind noch nicht da, vielleicht irgendwann. Außerdem ist mein Leben davon geprägt, dass ich immer so ein Doppelleben geführt habe. Auf der einen Seite war ich Christ und auf der anderen Seite war ich einfach nur ein normaler Junge, der irgendwie nicht über seinen Glauben geredet hat. Und die meisten wussten nicht mal, dass ich gläubig bin oder ich in die Kirche gehe oder wie auch immer. Nur so die engsten Freunde oder sowas habe ich je davon erzählt, dass ich in die Gemeinde gegangen bin. Aber fangen wir mal bei eins an. Ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, mein Dad hat uns immer mit in die Kirche genommen. Wir haben früh angefangen, die Bibel zu lesen und auch Bibel zu studieren. Das heißt, rein theoretisch wusste ich so einiges, aber wenn man es nicht wirklich lebt, dann bringt dieses Wissen nicht. Wieso nur mein Dad? Ja, meine Mom hat irgendwann, so als ich noch ganz jung war, ist sie nicht mehr mitgekommen, ist sie nicht mehr in die Gemeinde gekommen. Am Anfang habe ich natürlich nicht verstanden, habe ich überhaupt gar nicht, ist mir also gar nicht aufgefallen, glaube ich. Aber dann später ist mir dann aufgefallen, okay, sie kommt nicht mit, was früher nicht so schlimm war. Heutzutage finde ich es schon sehr traurig, dass sie sozusagen keine lebendige Beziehung mit Jesus hat, weil ja, sie einfach so viel verpasst. Wir sind sehr streng erzogen worden, also was positiv für mich ist, die Lehrer wussten, dass ich immer der Brave bin und egal wen ich kennengelernt habe, habe ich gut behandelt und war sehr höflich und wie auch immer, also ich wurde sehr gut erzogen. Da hat es aber auch schon angefangen in der Schule, damals war es immer so, auf der einen Seite, wir sind zwar sonntags in die Gemeinde gegangen, aber ich habe nicht niemandem davon erzählt, also obwohl ich immer schon an Gott geglaubt habe, war es nicht so, dass ich eine lebendige Beziehung mit Jesus hatte, wie man später einfach merkt. Ich habe früher nämlich Fußball gespielt und meistens sind diese Spiele sonntags morgens, wieso auch immer. Und es war dann irgendwie so, dass ich manchmal einfach nicht zum Spiel gehen durfte, weil halt zur selben Zeit Gottesdienst ist. Oder ich war beim Gottesdienst und bin dann zu spät zum Spiel gekommen und dann fragen die sich immer so, ja, wo warst du? Und ich habe nie gesagt, so, ja, ich war in der Kirche und habe Gott angebetet, sondern ich, weißt du, so habe ich geantwortet. Und da fing es halt schon an, so, dass ich die engsten Freunde, die mal auch zu Hause, zu mir nach Hause gekommen sind oder sowas, die wussten, dass ich in die Kirche gehe, aber nicht wirklich, dass wir auch beten und Bibel lesen und was da alles noch dazu kommt. Was auch sehr früh angefangen hat in meinem Leben, ist, dass ich Frauen mag. Dass ich hatte sehr viele Freundinnen, auch schon früh gehabt, aber so die erste richtige Freundin, mit der ich etwas länger zusammen war, war dann im Alter von 15, 16 oder irgendwie sowas. Und ich wusste, dass Sex vor der Ehe Sünde ist. Und weil ich habe ja gebetet, ich habe gelesen in der Bibel und ich weiß genau, was wie ist. Aber wenn du sozusagen verliebt bist und das Einzige, was du machst, ist den ganzen Tag in einem Bett liegen und Filme zu gucken, dann führt das eine ja natürlich zum anderen. Ich wusste, dass ich eigentlich warten wollte bis zur Ehe. Aber wenn man nicht wirklich motiviert ist, das auch einzuhalten, obwohl man weiß, dass es nicht richtig ist, so, dann bringt es nichts. Und dann haben wir halt 4 Jahre lang, oder circa 4 Jahre lang, hatten wir dann eine eigentlich gut weltliche Beziehung. Also ich kann immer noch nur positiv davon reden und wir haben uns dann letztendlich auch getrennt. Vieles, weil ich wusste einfach, dass ich das nicht möchte, diese Beziehung. Ich möchte diese Beziehung nicht haben, weil ich wusste, dass Gott nicht möchte, dass ich in so einer Beziehung lebe. Und ganz oft wusste ich so, ey, das, was ich hier mache, ist gar nicht richtig. So, das, was ich hier mache, so diese weltliche Beziehung führen, das ist nicht das, was Gott für mich will. Und deshalb habe ich dann irgendwann auch gar nicht mehr wirklich versucht, diese Beziehung oder habe ich nicht mehr so viel Kraft in diese Beziehung gesteckt. Das Problem ist, dass ich mich nicht trennen kann. Also ich kann von meiner Seite nicht sagen, ey, ja, jetzt trennen wir uns, weil irgendwo ist ja immer noch die Liebe da
und einfach, es war einfach ein schönes Gefühl und wie auch immer. Und deshalb konnte ich mich nicht trennen. Naja, ich bin dann weggezogen, ein bisschen weiter weg. Dann hatten wir eine kurze Fernbeziehung, aber dann war sie halt so stark und was ich voll cool fand. Und dann hat sie sich halt von mir getrennt, was ich voll gut fand. Also klar, zu der Zeit fand ich es nicht gut, für, glaube ich, circa 10 Sekunden. Und dann habe ich kurz die Bibel gelesen, kurz gebetet und dann wurde ich wieder getröstet von Gott. Also Gott hat mich sozusagen befreit aus einer Beziehung, in der ich gar nicht sein wollte. Kurz davor ist auch die Geschichte, wo ich fast gestorben bin. Ich habe ein anderes Video darüber gemacht, und wie ich darüber rede und so. Und nur kurz dazu, ich hatte Meningitis, eine Hirnhautentzündung und bin, weil die Ärztin das nicht gesehen hat, halt fast gestorben, war dann ein paar Tage im Koma, aber danach ging es mir eigentlich wieder gut und ich hatte auch nie Angst zu sterben oder irgendwie sowas, nur die Menschen um mich herum, sie haben, glaube ich, sehr viel mehr gelitten als ich. Auch zu dieser Zeit ungefähr habe ich mich taufen lassen. Ich wusste, dass ich mich frei entscheide, so, ja, ich möchte mein Leben mit Gott verbringen, aber ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe es wirklich noch nicht verstanden. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass ich mein ganzes Leben lang mit Gott verbringen möchte. Ich habe noch nicht verstanden, was alles dazugehört. Naja, zurück zur Story. Jesus hat mich also aus dieser Beziehung befreit. Hab so gedacht, ach cool, jetzt sozusagen kann ich den Weg mit Jesus gehen und Gott gehen und Bibel lesen und Kirche. Das Problem ist auch ein bisschen so, ich bin in eine neue Stadt gezogen. Ich bin sehr schüchtern, ich kann mit fremden Menschen nicht reden. Das heißt, ich habe auch keinen Einfluss in die Kirche gefunden. So, ich bin zwar in eine Gemeinde ab und zu mal gegangen, aber ich habe mit niemandem geredet. Ich bin da hingegangen und dann bin ich wieder rausgegangen. Also ich bin da hingegangen, habe einen Gottesdienst angehört und bin dann wieder rausgegangen und habe natürlich niemanden kennengelernt. Auf der anderen Seite war ich einfach nur Student, hatte meine gute Zeit, hatte eine coole Zeit, coole Studentenzeit und habe diese Zeit einfach genossen. Und Gott hatte mich ja befreit aus dieser Beziehung, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Ja, aber anscheinend war ich noch nicht bereit, um das zu sehen. Denn ich habe mich kurz danach, ein halbes Jahr oder sowas danach, wieder verliebt. Und diesmal habe ich sogar mehrere Monate überhaupt nicht von meinem Glauben erzählt. Also wir waren zusammen, wir waren ein Paar. Und sie wusste nicht mal, dass ich gläubig bin. Und da war auch genau dasselbe, dass ich natürlich nicht bis zur Ehe gewartet habe, aus dem Grund, weil es von ihrer Seite war auch überhaupt keine Motivation da, erstmal war keine Motivation da, weil ich auch nicht gesagt habe, dass ich gläubig bin, aber dann, als es dann rauskam, so war sie auch so voll geschockt, so, weil, hallo, also wie kann ich sowas nicht erzählen? Und ich habe mir auch nichts sagen lassen. So, mein Dad, mein Bruder, die haben mir schon gesagt, ey, das ist nicht gut, wenn du mit jemandem zusammen bist, der einfach nicht gläubig ist. So, ich habe es natürlich nicht verstanden, beziehungsweise ich wollte es nicht verstehen. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Ich habe gesagt, oh ja, aber was ist, wenn ich sie zu Jesus führen kann oder wie auch immer? Das, was die Ausreden, die man sich halt macht, wenn man in dieser Situation ist. Und du weißt genau, von wem ich spreche. Das war jetzt nur eine Message für die Leute, die in derselben Situation stehen. Und es war auch zwischenzeitlich ziemlich cool. Und meine Freundin ist zu der Zeit mit in die Kirche gegangen, hat mit mir Bibel gelesen, wir haben gebetet zusammen und wir sind auch gemeinsam ein paar Schritte gegangen. Aber letztendlich hat sie sich dagegen entschieden und das war dann, glaube ich, auch der Punkt, wo ich dann auch irgendwann aufgegeben habe. So, das ist jetzt der Punkt. Weiter geht's nicht. Und dann irgendwann lag ich auf dem Boden und habe zu Gott nur gesagt, hey, ich kann das nicht mehr, ich kann so nicht. Ich möchte deinen Willen und nicht meinen Willen. Weil mein Wille bringt mich immer in diese Situation, wo ich liebe, aber die falsche Person. Ja, auch Jesus hat mich daraus befreit. Was gefühlt noch härter war, weil ich da noch mehr Hoffnung hatte. Die Beziehung, wie auch die erste Beziehung, war eine wunderbare, wenn man auf diese Welt guckt sozusagen, eine wunderbare weltliche Beziehung, so weit, dass wir sogar über weitere Schritte, zukünftige Schritte miteinander geredet haben. Nur ich wusste und wir beide wussten, das führt nirgendwo hin. So, wenn ich weiter in meinem Glauben wachse und sie einfach damit nichts anfangen kann, dann wird sich das trennen, weil dann... Das Ding ist halt so ein bisschen, was ich bei meinen Eltern sehe. Und das hat mich immer schon abgeschreckt.
ist, ich sehe meine Eltern, die haben eine, weltlich gesehen, eine gute Beziehung, weil sie sind über 25 Jahre verheiratet und können noch immer zusammen Urlaub gehen, können zusammen Film gucken. Aber diese tiefen Gespräche, diese über die Welt philosophieren und einfach Gott ehren und lieben und einfach so diese tiefe Beziehung, so das haben die nicht. Weil die Themen gehen einfach auseinander. So einfach nur interesseweise gehen da einfach die Themen auseinander. Deshalb habe ich einfach gesehen, wie es sein wird. So, okay, es werden die ersten 25 Jahre, vielleicht kürzer, werden schön sein. Aber irgendwann kommt man an diesen Punkt, an dem es ist, ja, keine Tiefe mehr hat. Und das wollte ich nicht und das wollte meine damalige Freundin nicht. Und dann haben wir uns getrennt. Und Gott hat mich sozusagen das zweite Mal aus einer Beziehung rausgeholt, in der ich eigentlich nicht sein wollte. Ab dem Punkt sozusagen wurde es mit der Beziehung zu Gott stärker. Ich war immer noch Mensch, ich habe immer noch gesündigt, aber die Beziehung zu Gott wurde besser. Ich habe mehr verstanden, ich habe mehr gelesen, mehr einfach gebetet und so weiter und so fort. Das Coole ist, dass Jesus aus allem Schlechten was Gutes macht. Die Beziehung war nicht das, was er sich gedacht hat. Aber in der Beziehung habe ich so viel gelernt. Ich habe so viel über Beziehung gelernt. Sachen, die ich auch heute noch anwenden kann. Klar, meine Frau will das nicht hören, aber wie gesagt, Gott nimmt aus der schlechten Zeit auch etwas Gutes heraus. Und dann kam aber die Trennung. Und obwohl ich gefühlt näher bei Gott war, kam nach der Trennung die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und weil ich nicht alleine leben konnte, ich konnte nicht alleine sein. Ich habe gedacht, ich konnte nicht alleine leben zu dieser Zeit. Und deshalb gab es so Sachen wie Tinder und sonstige Dating-Apps und es war so weit, dass ich drei Frauen gleichzeitig gedatet habe, nicht unbedingt mit denen geschlafen habe, aber die einfach nur, weil ich diese Nähe haben wollte. Es ging mir nicht um das, oder es ging mir schon irgendwo um das Körperliche, aber es ging mir nicht um den Sex. Es ging mir, dass ich irgendjemand da habe, mit dem ich reden kann, also mit dem ich bei mir haben kann, so mit dem ich einfach, ja, mit dem man kuscheln kann oder wie auch immer. Also das ist einfach etwas, so ein Verlangen, den ich hatte. Den ich schon immer hatte. Und die meiste Zeit war ja gestillt, weil ich gefühlt 6-7 Jahre lang in Beziehungen war. Aber als ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich wieder Single, so wusste ich ja, ich möchte in keine Beziehung. Ich möchte in keine ernsthafte Beziehung. Deshalb habe ich mich abgeschottet, gefühlstechnisch, so dass ich keine Gefühle mehr für jemanden entwickle. Aber auf der anderen Seite halt habe ich immer noch dieses Körperliche bekommen, was ich halt bekommen wollte. Und das ging einige Jahre so. Ich bin dann irgendwann von Dortmund, wo ich dann gelebt habe, wieder nach Hause gezogen für 2 Jahre oder 1 Jahr. Dann bin ich nach Salzburg gezogen und dann nach München. Gerade in Salzburg war es halt das Ding, ich kannte wirklich niemanden. Also in Dortmund kannte ich wenigstens noch jemanden. Zu Hause kannte ich auf jeden Fall noch jemanden. Aber in Salzburg kannte ich niemanden. Und auch da bin ich zur Gemeinde gegangen, auch viel häufiger als in Dortmund und auch da hatte ich Anschluss. Trotzdem, diese Frau an meiner Seite, so, das hat gefehlt. So viele Frauen, mit denen ich mich sozusagen verabredet habe, die ich gedatet habe sozusagen. Ja, weil ich einfach immer dieses Verlangen hatte, einfach jemanden in meinem Leben zu haben. Naja, irgendwann kam aber der Punkt, an dem ich gesagt habe, hey, ich bin gerade so krass am Wachsen, so im Glauben, so, ich bete jeden Tag, ich gehe ganz normal in den Gottesdienst, ich habe Austausch auch mit einer kleinen Gruppe, so, ich wachse so voll im Glauben und dann langsam wurde es so, keine Ahnung, da wurde ich einfach frei von diesem Verlangen, so, dass ich unbedingt jemanden haben musste. Ich habe Gott gesagt, hey Gott, wenn ich alleine sein soll, mein Rest meines Lebens, dann musst du mir dabei helfen, weil alleine kann ich es nicht. Und das hat er auch gemacht. Und dann habe ich
den Mut gehabt, allen Kontakten einfach abzusagen oder zu blockieren. Die meisten musste ich blockieren, weil sie es einfach nicht verstanden haben, so wie ich sagen kann, von einem Tag auf den anderen. Ich habe jedem sozusagen das Evangelium noch einmal weitergegeben und denen gesagt, hey, das ist der Grund, wieso wir nicht zusammen sein können. Das ist der Grund, warum wir uns nicht mehr treffen können. Aber die meisten wollten es nicht einsehen und dann musste ich halt die Personen blockieren. Ja, dann bin ich einfach mehr und mehr gewachsen. Ich habe die besten Menschen hier in München kennengelernt und wir sind so eine enge Freundschaft geworden und da sozusagen brauchte ich wirklich nur noch Gott, meine Gemeinschaft um mich herum und das war's. Ja, und in die Gemeinschaft kam dann eine wunderschöne, tolle, wunderbare Frau. Am Anfang war ich immer noch abgeschottet, so niemand darf an mich ran, wenn es um Verliebtheit geht und sowas. Aber dann doch irgendwann ein halbes Jahr später, weil wir ja dann doch häufiger was gemacht haben, habe ich gesagt, okay, ich möchte es diesmal richtig machen. Nicht das eine führt zum anderen, sondern ich frage sie nach einem Date und dann treffen wir uns. Und dann treffen wir uns monatelang, ohne uns anzufassen. Also natürlich, vielleicht haben wir Händchen gehalten. Ich glaube, Händchen haben wir noch gemacht, aber wir haben es nicht geküsst. Weil ich gesagt habe, erst müssen wir uns verstehen, dann kommt erst das Körperliche, weil das Ding ist, sobald du anfängst, hier dieses ganze, auch schon Händchen halten und küssen und sowas, das macht irgendwas in dir und das verändert sozusagen dein Bild. Das heißt, du siehst vielleicht, ah, das passt gar nicht, aber weil keine Ahnung, das Körperliche passt, sagst du einfach, ja, okay, passt, komm, wir sind jetzt zusammen, aber nee, so wollte ich es nicht haben und das war so cool, wir haben uns einfach kennengelernt. Dann haben wir uns dazu entschieden, sozusagen, okay, wir können weitere Schritte machen. Dann erst haben wir uns geküsst und dann haben wir wirklich bis zur Ehe gewartet. Auch wenn es manchmal schwer war, aber wenn man sich die richtigen Barrieren aufbaut, wenn man wirklich das als Ziel hat und von beiden Seiten, weißt du, manchmal ist der eine schwach und manchmal ist der andere schwach, aber wir haben einfach mit Gottes Kraft da gewartet, bis wir geheiratet haben. Und jetzt sind wir schon fast ein Jahr verheiratet und yes, crazy life. Zu dem Doppelleben, stimmt. Gibt's auch nicht mehr. Ich bin hier auf YouTube und erzähle jedem von meinem Glauben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Bibel lese und an Jesus glaube und dass ich in die Kirche gehe und was auch immer. Außer mit den Leuten, die ich vielleicht nichts zu tun habe, aber die Leute, mit denen ich was zu tun habe, die wissen, dass ich gläubig bin und dass ich in die Kirche gehe. Aber ja, das ist mein Zeugnis. Ein Leben immer mit Gott, immer mit Gott. Ich war nur nicht gehorsam. Ich habe Gott nicht an erster Stelle gehabt. Auch wenn ich es manchmal gedacht habe. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Das war mein Zeugnis. In Mathe eine 1, dritte Klasse. Weißt du Bescheid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ihr konntet was mitnehmen. Gerade die Leute, die in einer Beziehung sind. Junge Christen, die in einer Beziehung seid. Ja, vielleicht konnte ich ein Leben vorleben, das ihr nicht leben müsst. Am Ende, wenn ihr bei Gott bleibt, gibt es immer ein Happy End, ja. Aber die Narben, die ich habe, wollt ihr nicht haben. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Corey hier. Ihr da. Alles klar.